Hallo ihr Lieben, ich habe heute Post bekommen. Da drin ist Schmuck, den ich bestellt habe. Ich habe zu Weihnachten einen Gutschein über 100 Euro bekommen. Das ist individuell, es sind Unikate, es ist Anfertigung nach Wunsch. Wie ihr euch denken könnt, stehe ich auf genau sowas. Nicht zu Kommerz, eben cool und irgendwas. Ja, das ist, was ich meine. Ich bin etwas aufgeregt, weil ich habe noch nie eine Schmuck-Review gemacht. Sagt mir, ob es euch gefällt und ob ich sowas öfter machen soll. Ich habe als erstes ein elegantes Set mir ausgesucht. Bestehend aus antiken Knöpfen. Das waren mal so Blusenknöpfe. Aufgefüllt ist das mit grünen Zwischenperlen und ja, ist das blutrot oder rosa? Kann ich gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall kommen die mit dem passenden Ohrring. Finde ich total herrlich. Bei mir ist ja immer das Problem, ich habe Tunnel, aber ich glaube, die sind groß genug, sodass man sie einfach durch den Tunnel stecken könnte. Ich probiere es mal. Und wenn nicht, kann ich sie einfach daneben stecken. Das ist auch kein Problem. Ja, ich dachte mir, falls ich mal irgendwie schicker weggehen muss und irgendwas Großes ansteht, dann ist das eigentlich was ganz Tolles zu haben. Also so ein Set von Ohrringe und Kette sollte man als Frau in einem gewissen Alter zu Hause haben. Da ich aber nicht mit so Standardzeug klarkomme, dachte ich mir, optimal. Ich glaube, ich weiß es schon gar nicht mehr, es hat 40 oder 50 Euro gekostet, jetzt in dieser Kombi. Es ist ein Unikat und ich bin ziemlich begeistert. Ich habe natürlich schon reingeguckt in die Kiste und wollte es euch dann doch vorstellen, weil ich mir dachte, diese Frau verdient es, bekannt zu werden. Zum anderen habe ich Ringe bestellt. Das ist einmal der hier. Das ist aus Holz. Ich habe halt meine Ringgröße durchgegeben und die wurden angefertigt. Schlicht, schick. Den mag ich schon mal sehr. Ist ganz, ja, alltagstauglich, sage ich mal, ne? Und trotzdem ein Unikat. Als nächstes haben wir die Blume. Ja, ist das Horn oder Muschel? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall Vintage, ein bisschen Bohemian. Ich habe auch den hier bestellt. Da ist so Draht oben mit drauf. Der Knopf ist nicht in dieser Drahtfassung drin, sondern ist schon auf dem Draht hier selbst aus aufgefädelt. Die Ringe sind alle gleich befestigt und sehr fest, definitiv. Also werden nicht einfach kaputt gehen. Da der Draht versilbert ist, kann man sich damit auch mal die Hände waschen, ohne dass es gleich rostet und kaputt geht. Sticht schön hervor. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Ich zeige es für euch, weil ich glaube, dass in meinem Zuschauerkreis Leute sind, die sowas, genau wie ich, extrem toll finden. Der hier ist auch noch dabei, bestehend aus zwei Knöpfen, die übereinander verknüpft sind und auch wieder so mit seitlichem Draht. Grün und, tja, was ist das? Muschel, Schimmer, Grau, leicht rosa, grün, also halt so muschelig. Man kann auch, wenn man zu Hause irgendwie etwas hat an Perlen, Knöpfen, kann man sie auch hinschicken und sie fertigt einem daraus was an. Ich bin nicht so gut in Reviews machen, wirklich, ich merke, ich wiederhole mich. Mit anderen Worten, ganz tolles Zeug. Ich habe auch noch ein kleines Geschenk dazu bekommen. Das ist so ein Schlüsselanhänger, den ich mir auch gleich an meinen Schlüssel machen werde, damit ich an Sabine Holz denken kann. Ihr findet in der Infobox die Daten, wo man sie erreicht, wie man sie erreicht und ihre Webseite. Ich habe einen Fashion-Kanal aufgemacht, der demnächst, sobald ich wieder etwas mehr Zeit habe mit Kind, anfängt richtig loszulegen im Raum von Fashion, Mode, Do-it-yourselfs, ein paar Sachen, was ihr euch selber basteln könnt, wie man seine Shirts aufpimpt,
sonstige Sachen, auch Schmuck. Es lohnt sich jetzt schon mal zu abonnieren. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Sagt mir doch, ob es euch gefallen hat, ob ich sowas vielleicht wirklich öfter machen soll. Denn ich kaufe ja nicht nur einmal im Jahr irgendwas, wenn ich zu Weihnachten einen Gutschein bekomme, sondern auch so. Und vielleicht interessiert euch ja, wo und was ich kaufe. Also lasst es mich einfach wissen. Ich bin auch auf Facebook unterwegs. Dort poste ich ab und zu, was ich sonst so auf anderen Webseiten mache und verlinke das. Lohnt sich, mir den dazu geben, damit ihr dabei seid.